Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. In 2008 werden sicherlich wieder einige Themen auf der Tagesordnung stehen, um die es auch in 2007 nicht gerade ruhig zuging. Stichworte sind hier Klimawandel und hohe Energiekosten. Dazu fällt sicher jedem etwas ein, denn wir alle sind davon betroffen. Die Bundesregierung hat aktuell ein Klimaschutzprogramm aufgelegt. Was das mit dem Handwerk zu tun hat, das erläutern wir Ihnen jetzt in aller Kürze. Im Kern des Klimaschutzprogramms geht es um eine 40-prozentige Ausstoßverringerung von Treibhausgasen bis zum Jahr 2020. Eine wichtige Rolle kommt dabei der energetischen Gebäudesanierung zu. Rund 40% des Energieverbrauchs in Deutschland entfallen auf den Gebäudebereich. In einem durchschnittlichen Haushalt wird wiederum am meisten Energie zur Erzeugung von Raumwärme und Warmwasser benötigt. Hier gibt es somit auch die größten Einsparpotenziale. Die Bundesregierung will die Energieeinsparung mit schärferen Vorschriften und Förderanreizen und einem höheren Anteil an erneuerbaren Energien erreichen. Dafür werden die Haushaltsmittel für den Klimaschutz deutlich erhöht. Es geht also um millionenschwere Investitionen in eine energieeffiziente Modernisierung. Grund genug für das Handwerk bei der Umsetzung des Klimaschutzes praktisch mit unter die Arme zu greifen. Das setzt natürlich eine grundsolide Ausbildung und eine ständige Weiterbildung voraus. Der Einsatz modernster Heiztechnik ist eine Möglichkeit, die Energiekosten im Griff zu haben. Bei der Beratung, Installation, Wartung und gegebenenfalls Reparatur kommt dem Handwerk eine Schlüsselrolle zu. Hier ist eine kompetente Ausbildung die Basis für die Arbeit mit und an modernster Technik, die sich ständig weiterentwickelt. Im Rahmen der überbetrieblichen Lehrunterweisung erhalten die Lehrlinge des Installateur- und Heizungsbauerhandwerks eine markenübergreifende Schulung. Jugendliche nennen Techniken, mit denen sie bereits als Lehrlinge im Alltag zu tun hatten. Die Erdwärme. Holz hatten wir bis jetzt nicht so viel, aber kommt auch. Die Solaranlage, damit kann man die Energie der Sonne benutzen. Gestern Lehrling, heute Geselle, morgen Meister. Beim Blick nach vorn spielt die Meisterprüfung der Aufbau eigener Betriebe auch in der Lebensplanung dieser Lehrlinge eine besondere Rolle. Im Prüfungsstress für seine Meisterprüfung ist momentan Matthias Wagner. Der Elektrotechniker hat zum Thema Unternehmertum und Klimaschutz ganz konkrete Vorstellungen einer Verknüpfung. Gut, ich wurde schon öfter angesprochen, ob ich sowas anbiete. Nur von mir aus fehlen da halt eben noch die Mittel für das selbst auch durchzuführen. Deshalb mache ich jetzt auch einen Meister. Um dann noch weiter Personal auch. Allein ist das immer so eine Sache. Allein auf dem Dach für Solartechnik. Aber an sich wurde ich schon selbst gefragt, ob ich das anbiete. Und eine tolle Sache eigentlich. Für die Fachbetriebe sind Themen wie regenerative Energien, der Einsatz modernster Heiz- und Gebäudetechniken kein Novum mehr. Viele haben sich bereits seit längerem darauf spezialisiert. So wie das Unternehmen von Handwerksmeister Klaus Lazar aus Koblenz. Der Kälteanlagenbauermeister sowie Installateurmeister schlägt seinen Kunden nicht nur den Einsatz energieeinsparender oder regenerativer Anlagen vor, er setzt sie auch selber ein. Daher weiß er ganz genau, wie viel sich mit welcher Technik sparen lässt. Durch das, dass das Gebäude isoliert wurde, haben wir eine Einsparung von ca. 25% in Energiekosten. Dann die Umstellung auf die Wärmepumpe und Solar haben wir nochmal ca. 26-28% eingespart an Energiekosten. Nicht? Und somit machen wir Brauchwasser und die Beheizung mit Sonne und Wärmepumpe. Der 68-jährige Unternehmer kann auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Doch ständige Weiterbildung ist ihm trotzdem wichtig. Momentan absolviert er den Kurs zum Gebäudeenergieberater bei der Handwerkskammer Koblenz. Erstmal, mir macht es Spaß, weiter zu lernen, denn die Zukunft ist ja im Lernen. Ja, man kann ja nie genug lernen. Und um den Kunden auch gut zu beraten, da ist der Hauptgrund. Und die alten Sachen, was man gelernt hat, wieder aufzufrischen. Gute Chancen, nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sondern diesen Markt langfristig zu nutzen, sieht auch Obermeister Friedhelm Schmitz. Er, sein Unternehmen wie auch die Innungsmitglieder haben sich gut darauf vorbereitet. Wir sind ja ständig im Kontakt mit unseren Betrieben und wir haben zum Beispiel jetzt sind wir kurz vor der Jahreshauptversammlung und da werden dann natürlich diese Förderprogramme wieder für alle Betriebe vorgestellt und auch unser Landesverband ist ständig damit beschäftigt, das an die Betriebe heranzubringen. Der Beratung der Kunden kommt dabei eine besonders wichtige Rolle zu. Dafür müssen die Handwerker die Programme und ihre Förderrichtlinien aber ganz genau kennen. Hier hilft die Handwerkskammer mit ihrem Beratungsservice für Handwerker. Dann bleiben auch Aufträge nicht aus. Dann gibt es viel zu tun für die Unternehmen. Hier zum Beispiel ist es also, diese Baumaßnahme wird es also so aussehen, dass die Anlage sich nach 7,5 bis 8 Jahren selbst amortisiert hat, plus diesem Zuschuss, den wir vom Bund jetzt hier dazu bekommen. Und dann kann man einem Kunden natürlich erklären, dass es Sinn macht, so eine Anlage umzubauen.
Die saubere, moderne Technik spart nicht nur im Verbrauch Geld, sondern auch Platz. Hier stand vor einigen Tagen noch eine alte Ölanlage mit einem 40.000 Liter Öltank. Wir haben diesen Raum jetzt leergeräumt und hier wird jetzt eine neue Anlage eingebaut mit Blockheizkraftwerken, mit zwei Brennwertgeräten. Und das war mit Hilfe der Bundesförderung natürlich dem Kunden besser schmackhaft zu machen, als es im Vorfeld war. Bei der Versorgung greift das System auf Erdgas zurück. Lieferant ist hier die EVM, die aber nicht nur den Energieträger stellt, sondern mit dem Handwerk auch eng an der Schnittstelle zwischen Versorgung und Umwandlung zu Heizenergie als Partner zusammenarbeitet. Die Zusammenarbeit zwischen der EVM und dem Handwerk ist traditionell sehr eng, denn die Energie und das Energieumwandlungsgerät, sprich Erdgas und Heizung, gehören ja eng zusammen. Und da gibt es zahlreiche Berührungspunkte zwischen EVM und Handwerk. Für die Energieversorger spielt das Thema Klimaschutz auch eine wichtige Rolle. Hierbei berät man die Kunden auch hinsichtlich von Einsparpotenzialen. Wir möchten, dass unsere Kunden sich auch in Zukunft noch Energie leisten können und fördern insofern effizienten Energieeinsatz. Für die Handwerkskammer Koblenz kommt den Beschlüssen zur Erreichung der Klimaschutzziele in Hinblick auf Wachstum am Binnenmarkt eine besonders wichtige Rolle zu. Hier lässt sich an die Anfangserfolge des energetischen Gebäudesanierungsprogramms von 2006 anknüpfen, durch die bundesweit mehr als 12 Milliarden Euro Investitionen angestoßen wurden. Das Thema Klimaschutz und Kostensenkung im Hausverbrauch wird uns auch weiterhin begleiten. Wenn Sie als Handwerker sich in den Bereichen Weiterbildung und Beratung fit machen möchten, hilft Ihnen die Handwerkskammer Koblenz gerne weiter. So viel von HWK TV, jetzt geht es weiter im Programm von TV Mittelrhein. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ihre Katharina Buhl.